ich bin wieder zurück und heute dreht sich alles um Nancy, beziehungsweise ich hole sie gleich ab. Nein, ich hole sie nicht ab. Ich drehe gerade das Intro, nachdem ich sie abgeholt habe. Sie sitzt gerade eben hier. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. So, wir sprechen heute ein bisschen über ihre Ernährung. Sie hat auf Instagram ein paar Fragen gestellt an euch, liebe Follower. Und wir gehen danach zusammen zum Training und filmen ein bisschen was von ihrem Training. Und ja, ansonsten, glaube ich, labern wir ein bisschen doof. Hey, Sie. Machen wir. Viel Spaß. So, ich habe jetzt die gute Nancy geholt. Ach, du nimmst schon auf? Ich nehme schon auf, ja. Und wir wollen das Video beginnen mit Maximilian Kelm. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Story. Nein, he's back. Schau dich das einfach mal selber an. Schnell. Wir haben ihn auf jeden Fall sehr gefeiert. So, Nancy hat auf ihrem Instagram, wir essen übrigens nebenbei, euch ein, zwei Fragen gestellt. Ich dachte, ich fange einfach mal an, die vorzulesen. Und... Hä? Was tust du? Was ist das? Doppelte Absicherung. Wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar, was sind deine drei besten Sorten vom Design Away? Achtung, Werbung. White Chocolate Hazelnut. Beste überhaupt. Also es gibt echt nichts Besseres. Das habe ich auch bei vielen anderen, die das supplementieren, gesehen. Supplementieren. Entschuldigung. Wir sind hier in Deutschland. Haben wir Servietten dazu gekriegt? Nein. Sorry. Drei. Hast du noch zwei andere? Ach ja, Peanut Butter Cookie Dough ist auch noch richtig geil für die, die halt Peanut Butter so mögen, lieben. Wie ich zum Beispiel. Okay. Und das dritte ist... Na, so Red Banana ist noch echt geil. Also so das Red Banana. Das wäre jetzt so mein fruchtiger Favorite. Okay. Wisst ihr Bescheid? Oder Peach Joghurt. Nee, Red Banana. What she says. Ah. Okay. Noch eine gute Frage für dich, die ich nicht beantworten kann. What's your favorite cheat meal? Ganz kurz, es gibt keine Cheat Meals, es gibt Normalzeiten, die einen, ich sag jetzt mal, ein bisschen glücklicher machen. Ihr solltet eine ausgewogene Ernährung haben und Cheat Meals in dem Sinne existieren eigentlich nicht. Aber was ist dein Lieblingsgericht, wenn du mal sagen würdest, ich esse eher verarbeitete Lebensmittel? Eis, Schoki, irgendwas? Was haben wir denn immer gecheatet? Boah, was hatten wir das letzte Mal gecheatet? Das war, glaube ich, das war nach deinem letzten Wettkampf, ne? Vorletzten. Da haben wir uns durch ganz Budapest gefressen. Eine Waffel. Huka-Restaurant. So Waffel. Ja, Waffel. Das Ding ist halt, mit Miri habe ich bis jetzt immer meine heftigsten Cheat Meals, Cheat Days gehabt, sag ich mal so. Es gibt keine Cheat Days. Kriegst du ziemlich wieder Ärger von ein paar Menschen. Nee. Also. Aber so an einem Tag. Bestimmt 3000 Kalorien gegessen. Ach, Mensch. Vollkommen egal. Kann man mal machen. Wie kann man trotz Kaloriendefizit stärker werden? Im Prinzip kann man das jetzt von ernährungstechnischer Sicht nicht ganz nachvollziehen. Man versucht halt eben, den Abbau der Muskelmasse entgegenzuwirken. In Nancys Fall haben wir, als wir gecuttet haben, die Proteinmenge auf 2 bis 2,5, glaube ich, hochgesetzt gehabt. Und sie hat einfach weiter trainiert, weil die Muskelproteinsynthese wird ja nicht nur durch eine erhöhte Proteinmenge angeregt, sondern auch durch Krafttraining. Der Mix macht's und es kommt dann eben auf das Kaloriendefizit an, ob man dann eben schwächer wird, ob man stärker wird oder ob man gleich bleibt. Darf ich was dazu sagen? Natürlich. Bei mir war es zum Beispiel so, ich bin nicht unbedingt stärker geworden, sondern habe eher meine Leistung gehalten, beziehungsweise hatte auch einen kleinen Abfall zum Ende. Weißt du, mini klein. Ja. Wir haben leider ein bisschen zu oft gecuttet und haben als Learning daraus mitgenommen, dass Nancy jetzt... Learning by doing. Dass Nancy jetzt von der 59er in die 64 Kilo Gewichtsklasse wieder hochgeht, weil die Cuts, die bisher waren, einfach zu häufig waren. Doppelt waren. Und mein Stoffwechsel sich verabschiedet hat. Ja, man sagt aber, der Stoffwechsel ist runtergefahren. Das gibt es in der Hinsicht nicht, aber der Körper passt sich einfach metabolisch die ganze Zeit an. Und weil sie, ich glaube, wir waren jetzt so 3, 4, 5 Monate im Defizit, dann kann man es aufpassen. Hey, wir waren aber mehrere Monate im Defizit. Na, seit April, oder? Ja. Und haben ihn jetzt den Rückschluss draus gezogen, weil sie jetzt keine 50 ist, sondern noch sehr, sehr jung.
und noch sehr viel Potenzial nach oben hat, dass sie sozusagen jetzt in die 64er Kilo-Klasse geht. Ich bin eine alte Frau, ich bin 27. Ich habe mir jetzt übrigens gestern gesagt, gestern Abend schon im Bett und dachte mir schon, hey, die Miri, die ist 10 Jahre älter wie ich, ne? Ich bin keine 10 Jahre älter wie sie, ich bin nur 7 Jahre älter. Meine, sehr. Bist du nicht 29? Ich bin 92 Jahre und du wirst doch jetzt 20. Oh, ne, 8 Jahre. 8 Jahre. Egal. Ach, das so. Denke ich mir im Bett, ne? Auf meiner Couch. Auf der Couch. Wie handhabst du das auswärtige Essen im Restaurant? Ja, bitte, beantworten Sie. Also, am Anfang war es so, dass ich Miri immer ein Bild geschickt habe von dem, was ich gegessen habe und sie musste abschätzen für mich, weil ich das echt nicht drauf hatte. Ich wusste natürlich so, was man isst, halt Reis zum Beispiel. Aber mittlerweile ist halt so, dieses Zeug, was man halt sonst immer isst, wie zum Beispiel Reis oder Nudeln, da weiß man halt mittlerweile, wie viel man sich nimmt, beziehungsweise wie viel zum Beispiel eine Kelle oder ein Löffel ist. Das hat man dann irgendwann raus, so mit der Zeit. Miri hat zum Beispiel damals zu mir gesagt, sie trackt seit 2 Jahren. Und irgendwann hat man das halt raus und ist es halt wirklich so. Deswegen kann ich jedem, der noch nicht getrackt hat und keine Gefühl für Portionen hat, sehr, sehr nahelegen, auf jeden Fall zumindest mal eine Küchenwaage. Eine Küchenwaage zu holen. Und 1 bis 2 Wochen die Makronährstoffe zu tracken, die ihr so auf euch nehmt, um zu schauen, wie das in Portionen umgewandelt ausschaut. Ja. Genau. Schöne Erklärung. Wir haben noch eine Frage, und zwar... Würdest du jemals... Go vegan! Ja, da steht go vegan, aber typisch deutsch. Würdest du jemals vegan dich ernähren, vegan? Also komplett auf Fleisch verzichten, auf tierische Produkte, Milchprodukte? Nee, also ich glaube so, ich hätte jetzt kein Problem damit, nicht, also kein Fleisch zu essen. Hm. Aber ich glaube, sowas wie Eier würde mir echt fehlen. Eier. Also was ist denn noch? Oder Käse, ich liebe halt auch Käse. Ja, das ist gut. Hast du schon mal ausprobiert, vegan zu leben? Nee. Okay. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen. Also wir haben nichts gegen Veganer, aber meiner Meinung nach ist es schon von Vorteil eher... Zumindest vegetarisch zu leben, wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen auf Fleisch verzichten. Also ich kenne jemanden, die lebt vegan. Nee, die lebt vegetarisch, aber macht auch viel vegan. Und die hat letztens so vegane Brownies gemacht. Absolute Kalorienbombe, aber die waren so geil. Props gehen raus. Es geben auch vegane Kalorienbomben. Wie ihr seht. So, Tipps zum Gewicht zunehmen durch gesunde Ernährung für Sport. Reis und Nudeln und Kartoffeln. Um Gewicht zuzunehmen, musst du dann Kalorienüberschuss sein. Deswegen füg dir einfach mehr Kalorien zu, als du verbrauchst. Bezüglich Kraftsport würde ich dann die Proteine zwischen 1,6 und 1,8 Gramm setzen pro Kilogramm Körpergewicht. Probier es einfach aus und schau dann eben, dass dein Fettanteil am Körper, den müsste man extra messen, nicht allzu sehr nach oben steigt. Deswegen, es gibt keine krassen Regeln, man muss es einfach individuell anpassen und immer wieder überprüfen. Ja, bitte. Entschuldigung, kannst du jetzt vielleicht auch mal was essen, diese Öse verfressen? Ich muss ja ein bisschen reden hier, nicht? Okay. Okay, wir machen noch eine Frage. Und zwar, esst ihr auch Bananen gerne? Isst du Bananen gerne? Ich liebe Bananen. Okay. Bananen sind so ich mein... Ich kann keine Bananen mehr essen. Bananen sind so mein Wettkampfessen. Stimmt. Ich hole mir immer so ein Packen Bananen, das ist bestimmt meistens schon ein Kilo. Ess nicht alle, verschenke auch viele. Aber das ist wirklich so, das ist mein Wettkampf-Dings. Okay. Und isst ihr auch Bananen gerne nach dem Training, im Gym, nach Krafttraining? Nee, ja, davor. Was? Also rein theoretisch, ob es möglich ist. Also sie macht es nur vorher. Natürlich ist es möglich und... Wenn du Bock drauf hast, dann gib dir eine Banane vorher. Wenn du Bock drauf hast, gib dir eine Banane nachher. Das war jetzt keine ernährungstechnisch sinnvolle Antwort, die wir gerade gegeben haben. Wir lieben Bananen. Wir lieben Bananen. Ich liebe Bananen und du liebst auch Bananen, aber kannst sie nicht essen. Eine Frage noch, die ich sehr gerne aufbringen möchte. Wie bringst du auf Dauer eine konstante und ausgewogene Ernährung zustande? Bevor sie anfängt zu antworten, muss ich hier ganz kurz sagen, dass Lancy, glaube ich, seit April, ne? 4, 5, 6 Monate lang konstant durchgetrackt hat, ich mich immer auf sie verlassen konnte. Und ich glaube, so Durchhaltevermögen, Disziplin und Ehrgeiz sind die Stichworte dafür. Wie siehst du das? Jetzt habe ich was gesagt. Naja, es ist halt... Man hat halt ein Ziel, also bei mir war es halt damals die 59er Gewichtsklasse und halt die
Junioren-EM und das, also ich, für mich zum Beispiel, glaube ich, bräuchte einfach ein Ziel, dass ich mich wirklich an die Makros halte. Aber halt gesund zu leben ist halt einfach, man merkt halt, wie es dem Körper gut tut, wie es einem selber gut tut und sowas. Ja, war das jetzt eine Antwort auf die Frage? Ja, ne? Das war eine Antwort auf die Frage. Ja. Nein, sucht euch einfach ein Ziel, wenn ihr ein Gewichtsziel habt, was realistisch ist. Habt ihr ja sozusagen ein Ziel, was ihr verfolgen könnt und dadurch seid ihr viel disziplinierter. Und generell, wenn es um eine konstante und ausgewogene Ernährung geht, das sollte eben eigentlich der Alltag sein. Dass man sagt, okay, 80% unverarbeitete Lebensmittel und 20% von den Cheats oder Treats, die ihr euch gerne gebt, könnt ihr jeden Tag essen. Wenn es ein Stück Schoki ist am Tag, wenn es ein Kinder-Bueno ist, wenn es ein Snickers ist, man sollte einfach nicht übertreiben, man muss das Ganze halt in der Waage halten. Deswegen, wenn man das befolgt, gibt es auch eigentlich sowas wie Cheat Days im Prinzip nicht, weil man verbietet sich ja nichts. Und vor allem Vorbilder suchen, glaube ich, ist noch. Ja, das ist auch ganz wichtig. Aber jetzt keine krankhaften Vorbilder. Die Maschine. Ja, ich bin gerade eher so Team Plotze. Genau. So, haben wir abschließend noch irgendwelche Sachen zu besprechen, bevor wir gleich ins Training gehen? Dann nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit und zeigen ein bisschen, was Nancy so kann. Weil ich habe eigentlich nichts mehr zu beantworten, was hier draufsteht. Nahrungsergänzungsmittel ist jetzt eigentlich ein zu großes Thema, um das zu besprechen, aber generell ist für alle Gewichtheber und Kraftsportler... Citrullin! Ja, aber das Wichtigste ist Kreatin. Wir haben Whey-Protein, braucht man aber rein theoretisch nicht als Supplement. Wir haben Vitamin D3 in den Wintermonaten, hat jetzt direkt nichts mit dem Krafttraining zu tun oder Einfluss auf die Kraftwerte, aber wir brauchen Vitamin 3 für viele verschiedene Stoffwechselvorgänge bei uns im Körper. Was habe ich vergessen? Kreatin, D3. Magnesium. Magnesium nimmst du auf jeden Fall auch ab und an. Ist auch echt wichtig in meiner Lebenslage, weil ich kriege auch Krämpfe bei irgendwas. Krämpfe haben direkt oder müssen nicht immer direkt was mit Magnesium zu tun haben, können auch Elektrolytmangel sein, aber Magnesium gehört ja auch dazu. Nochmal ganz kurz klugscheißern. Wir gehen jetzt gleich zum Training, dann filme ich so ein bisschen Nancy und auch ein bisschen mich und ja, wir nehmen euch jetzt einfach mit und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn euch das Video gefallen hat oder irgendwelche anderen Dinge habt, die ihr besprechen wollt, ab in die Kommentare. Und natürlich essen wir erst auf und gehen dann nach 2 Stunden nach dem Essen mal. 2 Stunden nach dem Essen. Genau so machen wir das. Sehr wahrscheinlich nicht. Ich feiere übrigens richtig, richtig hart Nancys Schuh-Style. Bitte gebt euch den mal. Nancy, was steht bei Ihnen heute auf dem Trainingsplan? Also, Stand und Setzen, Stand müssen. Dann machen wir ein bisschen Züge und dann vielleicht, wenn es geht, ein bisschen Kniebeuge und ein bisschen Pumpen. Ich würde sagen, ich filme das Ganze jetzt einfach mal und ihr könnt es genießen. Ja. An der Crossfit-Box ist, dass man die Handeln nicht fallen lassen darf, weil sonst die Scheiben kaputt gehen. Ist aber schade. Aber ich kann tanzen. Warte, ich muss weiter weggehen. Ja, ja. Ja! Ja! Und jetzt. Nein! Was hier gerade los ist, aber schaut mal bitte selber. So beginnt die Tür.
Ich habe das Beste verpasst. Nach einigen Tanzeinlagen jetzt mal zu meinen Kniebeugen. Mach mal einen Knicks. Scheiße. So, wir sind fertig mit dem Training. Nancy, wie war's? Geil! Also mir macht es super viel Spaß, jetzt zu trainieren. Ich würde auch gerne länger hier bleiben, aber ich kann leider nicht. Ich muss wieder zurück zu meinen Verpflichtungen und meinen Gewichtheber, Friends und meinem Coach. Dann wäre was. Wir gehen jetzt gleich noch was kleines essen oder keine Ahnung was. Und dein Essen, oder? Auf meinem Nacken. Und ja, wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da. Lasst oder einen Daumen nach oben da, lasst einen Abo. No more. Abo. Genau da, lasst einen Kommentar da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Cam, das ist dein Account. Ja, wir freuen uns super sehr, dass Maximilian Cam wieder seinen Account hat. Ein historischer Tag. Ein historischer Tag. 17.000 Follower sind wieder da. Bis zum nächsten Mal. Wow, hast du gerade gepiepst.